Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich wollte nur gucken, warum du das durch die Gegend hüpfst. Ja, die fünf mit dabei sind diesmal wieder der Abonacho, die Xyra und der Well. Hallo. Und der Bert hat sich immer wieder verpisst. Der ist immer noch krank. Immer noch krank. Schon jetzt immer mittlerweile seit 30 Minuten. Das ist total schrecklich. Genau. Ja, das ist richtig schlimm. Total. Also wie das halt so bei Männern so ist, ne? Also Nordisch hat sich gerade beschwert, weil sein Hirsch, den er in 3 Stunden gejagt hat, der ist dann eben verstorben. Genau, ja. Spontan. Xyra, da muss ich aber auch sagen, Schweinegrippe ist aber auch mit der schlimmsten, Männergrippe ist das mit der schlimmste. Ach, was? Doch, nachweislich. Das ist. Ich hab gerade ein bisschen Angst, jetzt Holzhacken zu gehen, aber ich trau mich. Du musst es nicht tun. Ich trau mich. Ich laufe hier gerade auf und ab, aber ich trau mich jetzt runter. Hier ist ja sowieso gerade nicht viel los, also. So. Ja. So. War ja klar. Ah! Habe ich überhaupt eine Fackel? Ja, was war das denn gerade? Wer fast vom Dach gesprungen? Hast du dich eben bewegt, Xyra? Ach, eine Fackel. Ja. Ach, da bist du, okay. Die Waffen drin? Ich bin hier total todesmutig an einem Baum. Ja. Meine Waffen. Ich glaube, wenn man mich jetzt erschreckt, dann krabbel ich da hoch. Ach, guck mal. Dach. Ach, guck mal. Ach. Ich wollte dich mal verschrecken. Hat nicht funktioniert. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Du musst auch nach unten gucken und nicht verjagen. Na, oh, Mann. Hab ich da gerade einen Hund gehört? Ach so. Klon? Nee. Ach, jetzt hörst du einen Hund, wo ich letztens in der Folge so schön geknurrt habe. Ja, das ist eine ganz schöne Latenz, ne? Das ist mein Lag. 7 Tage. Real-Life-Lag. Ja, das ist auch der einzige Vorteil, natürlich, dass so wenig vermissen. Man kann wenigstens nachts ein bisschen was machen, ne? Ja, wobei ich muss ja sagen, ich habe in der letzten Folge eigentlich ja auch ein bisschen was gehabt an Zombies. Ich habe ein paar Mal auf die Ömme gekriegt. Ja, ich freue mich immer, wenn Wanderhorden kommen, aber die kommen ja an Tag 6 auch nicht. Also ist ja auch absichtlich so, damit die Feralhorde keine Zicken macht halt, ne? Ich glaube, ich werde gleich schon mal ein paar Armbrustbolzen mal herstellen. Ich habe sowieso 5 Milliarden Federn dabei. Okay, die Armbrust wollte ich dir noch machen, genau. Kriegst du auf alle Fälle, bevor es wieder hell wird. Wenn du genug Material hast, würde ich auch eine Armbrust nehmen. Weil ich habe dafür das Rezept. Ach, ich habe das Holz zurückgelegt. Kostet nur Leder und ich glaube 2 Forged Iron, die haben wir auch. Ich habe ja auch noch Forged Iron mitgebracht, also das ist nicht das Problem. Du kannst, wenn du im Hause bist, auch mal gucken, ob du noch ein paar Fackeln machen kannst. Nee, bin ich gerade nicht. Ich bin draußen und klopfe wieder Steine. Soll ich ein paar Fackeln machen? Dann mache ich mal ein paar Fackeln. Wenn du im Hause bist, ja. Jetzt ich bin quasi im Hause. Ja, jetzt fackel nicht so lange mit dem Fackeln. Würde jetzt aus Kohle, dann würde ich, einfach Kohle fackeln. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon gekochten Tello haben oder haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Meine nämlich nicht. Nee. Da gucke ich nämlich auch gerade nach. Achso, warte mal. Hallo? Ich habe noch fast 200 Pfeile für den Bogen. Ich glaube, die verbrate ich erstmal. So, falls du noch nicht hergestellt hast. Sonst nehme ich die schon mal und lege sie mir zur Seite. Naja, ich habe auch noch 189 Pfeile für den Bogen. Für den Bolzen, ne? Für den Bolzen, für die Armbrust. Naja, und ich habe noch so viele für den Bogen. Und die möchte ich jetzt aber nicht einfach wegschmeißen oder so, sondern die möchte ich gerne vorher verbrauchen. Ja. Nein, das mache ich ja auch. Aber trotzdem stelle ich sie schon mal her. Dann habe ich sie. Könnte ich eigentlich auch mal einen Kurs Bowls herstellen. Also, 76 stelle ich auch mal her gerade. So, ich mach mal 20 Fackeln. Ja, das reicht erstmal, ne? Ja, ach, könnten wir eigentlich ums Haus hinzustellen dann. Meine Axt ist. Ich mach erstmal 20. Ja. Und dann mach Papi noch ein paar Bolzen. Wieso habe ich eigentlich nur 78 Wellness? Das bin ich gar nicht gewohnt. Weil du zweimal in einer Folge gestorben warst. Und warum mache ich denn sowas? Weil Spikes, glaube ich. Weil Spikes. Ja, mit denen habe ich auch Erfahrungen gemacht. Sie sind ganz schön lustig, unnett. Die haben mir in die Kommentare geschrieben, es wäre sicherer, wenn wir zur Feralhorde aus dem Haus rausgehen. Wahrscheinlich, ja. Ich würde dir noch nicht mal groß was gegen sagen. Ich glaube auch. Wir waren noch irgendwo da. Schöne Äxte. Wenn wir hier
brave Axt, schöne Axt. Ja. Eisen. Eisen? Was denn die Eisen? Ach, da war Eisen. Ach, ich hätte Durst. Pipe. Irgendwie. Ausdauer. Nee, Durst habe ich gar nicht. Ausdauerproblem habe ich hier. Ich glaube, ich gehe auch nochmal raus und hole mal ein bisschen was. Irgendwas von. Ja, das ist hier eigentlich gerade recht friedlich. Irgendjemand kloppt mit der Steinaxt auf den Stein oder höre ich das Geräusch falsch? Ja, mit der Steinaxt auf den Stein war lustig. Hm? Habe ich gedacht, mache ich mal. Ja, ich habe auch nichts anderes für Stein, also. Ach, sag doch was, dann stelle ich noch was her. Ein bisschen Forged Iron haben wir ja noch oben. Ja, weil ich habe mehr Waffen geskillt bei mir als Werkzeuge. Ja, ja. Nee, deswegen gehe ich auch immer hoch und schnapp mir die Äxte, die du reingelegt hast. Ja, nee, Werkzeug bin ich ja. Ich stehe ja jetzt irgendwas mit Level 100 noch was irgendwie her. Und wie viele Punkte habe ich überhaupt? 53. Wir möchten, was brauchen wir? 60 für Quality Joe, ne? Aber kann ich noch gar nicht. Scavenging ist erst auf 7 bei mir. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch Scavenging schon auf 10 hat oder so. Nee, ne? Ich glaube noch gar. Ich weiß nicht, guck mal. Auf 9. Huch. Oh, doch so hoch schon. Ja, aber dafür habe ich die Punkte nicht aufbewahrt für Quality Joe. Da müsste ich nochmal wieder auf sparen. 6. Ich lege hier mal gerade so ein kleines Holzfeld an. Ein Holzfeld? Mhm. Du meinst, du pflanzt die Bäume ein? Ein Holzfeld. Nein. Das meinte ich eigentlich etwas anders. Aber das siehst du ja, wenn du rausguckst. Da bin ich mal gespannt. Ich habe unseren Vorgarten mal ein bisschen geändert. Okay. Ein Holzfeld? Mhm. Den muss ich mir gleich mal angucken. Kann ich mir jetzt sogar nicht so mal vorstellen. Klingt aber interessant. Ja. Ich bin auf alle Fälle neugierig. Ich habe mir gedacht, unsere Zombies wollen ja auch ein bisschen Party haben. Ja. Dann gebe ich denen mal so ein kleines Holzfeld. Ah. Zum Abreagieren. Ja. Quasi ein Punching Ball, ja? So in etwa. Okay. Ich soll da. Ach ja, kloppe, kloppe, Reiter. Genau so sieht's gerade aus. Das habe ich in der letzten Folge schon gemacht, nur dass ich noch ein bisschen mehr rumgestanden habe. Aber dafür können wir die Nacht echt gut nutzen gerade. Oh, hier ist Kohle. Die bringe ich mal mit. Und Potassium habe ich hier auch schon irgendwo auf dem Weg gesehen, aber weiter weg. Ach, hier sind zwei. Jo, auch schön. 64 jo. Punkte. Also, es muss nur noch Level 10 werden. Das heißt, ich muss Sachen looten. Und dann könnte man die Punkte in Quality Joe einpacken. Also 64 kann ich jetzt vergeben. Was bringt eigentlich dieser Quality Joe? Der bringt dir dass wenn du irgendwo eine Kiste öffnest und da liegt Loot drin, dass du dann, wenn du es voll aufgewertet hast, ist der Loot immer 100 Item-Level höher, als er eigentlich wäre. Achso. Wer klopft denn hier? Ach, Kriegsführer. Ja, ich bin hier am Klopfen. Ich klopfe dir ganz schön. Hätte dir auch eine Iron Pickaxe sonst gemacht. Ja, das wollen bitte? Die. Achso, hätte sonst auch eine Iron Pickaxe gemacht. Dann kriegst du noch ein bisschen mehr abgebaut. Ja, das wäre nett, wenn du eine abzugeben hast. Ich könnte eine craften, ja, kein Problem. Dauert nur 26 Sekunden. Na, das dauert mir zu lange. Ja, gut, dann hast du Pech gehabt. So. Kraft. Jetzt haben wir die Spikes auch schön symmetrisch. Ich stehe ja auf sowas. Dimitri. Das Auge stirbt mit, ne? Mhm. Genau. Klopfe, klopfe, klopfe. Achso, so, und da wieder. Bäh. Was musst du denn hier? Ich warte. Ach so. Wo war denn jetzt unser Haus da? Okay. Danke. Jo. Es ist ja nicht auffällig genug, da muss man schon mal genauer hingucken. Na, ich habe mich doch weiter entfernt, als ich wollte. Und das in der Nacht. Ja. Aber die Geräuschkulisse ist trotzdem schon geil in der Nacht. Ja. Drumgezirpe und so weiter, das ist schon sehr geil. Ja, zumal es das mittlerweile angenehmer gemacht hat. Alles klar.
Aber der Mais steht immer noch. Den Mais kann man doch jetzt aber schon abnehmen, oder? Jetzt kann man den abnehmen, ja. Heute Nachmittag noch nicht. Ah, okay. Also in-game Nachmittag. Naja. So, dann fange ich schon mal an hier Crossbow und ich mache doch noch mal ein, zwei Pickaxes. Mm. Ups. So, Iron Pickaxe. Meine mal zwei Stück. Das ist sehr gut. Ein Fire Axe braucht wahrscheinlich auch noch. Ich mache auch noch mal zwei Fire Axe. Ach nee. ich mache jetzt zwei Pickaxe erstmal nur, weil wir haben da nur noch 10 Forged Iron und die gehen ein bisschen was für die Crossbows weg. Ich habe noch 64 Forged Iron dabei. Ah, okay. Hättest du ja reinpacken können. Hätte ich. Hättest hätte, du, wäre, wenn. Nicht. Nee. Warum machst du denn das nicht? Weil ich da sehr eigen bin. Das ist mein persönliches Forged Iron. Aha. Ja, ja. Selbst auf meinen Namen graviert. Dann stell dir doch damit mal deinen eigenen persönlichen Crossbow her. Ja, krieg ich hin. Ist nur eine Frage von der Zeit, ne? Das stimmt. Verdammt, kann jemand Leder herstellen? Ich glaube ja. Ich muss auch mal gucken. Muss mal im Crafting Center ja, nach Leather gucken. Herstellen. Aber nee, ist das ein nicht. Helles Buch hinter? Also ja. Habe ich ja gelernt, ne? Dann genau, dann. Soll ich mal fix hochkommen? Ja, musst du jetzt nicht sofort, aber so dann, wenn du mal kannst, nee, weil dann ich komm mal schnell. Wegen Crossbow. Einen kann ich aber schon mal herstellen, auf jeden Fall. Und warte mal, sonst will noch gar keiner einen Crossbow, ne? Wenn wir nur einen haben, dann lass erstmal. Dann brauchst du nicht, um in den hochzukommen. Ich komme mir gerade die Leiter wieder nicht hoch. Weil bis ich den nächsten herstellen kann, bin ich am Level auch wahrscheinlich auch schon wieder höher, wegen Pfeil herstellen und sowas. Das heißt du damit, Jo, aber ich kenne mich ja, also. Also habe ich jetzt auch ein bisschen Kloppeabwechslung, also. Mhm. Dann kann ich jetzt mal schnell. Ich komme hier mit meinem dicken Hintern nirgendwo so durch, das ist ja unglaublich. So, wir haben hier jetzt eine 127er und eine 126er. Ja. Leder ist in der vorletzten Kiste, genau. Leder. Also, musste ich alle, ne? Ich weiß nicht, kannst du ja erstmal. Ich weiß nicht, was ein Leder bringt, wie viel. Also ein Hide, wie viel Leder. So, da sind jetzt zwei. Ach, hier, Cosbo für dich. Nordisch. Hier kommt er. Leider das war nur, lange überlegt. Leider nur Level 77. Mehr kann ich nicht. Ist auch geil, danke. Was kann ich denn noch loswerden? Brauchst du auch ein paar Crossbow Bolts oder hast du schon welche? Nö, ich bin gerade 356 Stück am Craften, also. Okay. Und ich habe schon 187. So, 20 mal Leder habe ich jetzt noch gemacht. Ach, super. So, das packt. Kann uns theoretisch auch mal gucken, ob uns das was bringt. Lederschuhe machen. Du wolltest jetzt ja noch keinen Crossbow haben, Xyra, ne? Nee. Nee, ich verbrate so, erstmal hier meine Pfeile. Ich glaube, damit habe ich noch zu tun. Hast du noch viele Pfeile oder gehen sie dir langsam aus? Dann könnte 76. Ah, die gehen ja schneller weg, als man glaubt, ne? Ich bin deppert, Warum, warum? Ich bin raus. Ich bin raus. Wie, du bist raus? Ich hätte vielleicht eine Fackel mitnehmen, anmachen sollen. Dann wäre ich nicht einfach mitten durch die Spikes gelaufen. Oh. Aber du bist ja jetzt nicht gestorben, oder? Nein, aber ich bin tatsächlich mitten durchgelaufen. Okay. Also, ach, die Zombies. Nordisch, wo hast du denn die Fackeln? In der linken Kiste. Aha. 21 Stück. Xyra! Ja! Entschuldigung. Nee, ist okay. Nein, ich steh sonst mal ums Haus ein paar Fackeln auf. Das werde ich wahrscheinlich ja zweimal machen müssen. Einmal in diesem Spielstand und einmal in unserem Backup. Wegen siebter Tag Ausloggen und so. Aua. Was? Nicht wehtun. Jetzt mache ich sie mir auch mal an, die Fackel. So. Ich habe unseren Vorgarten leider vergessen. Oh, da fehlen ja. Fehlen da? Nein, fehlen nicht. Also, mache ich da mal eine Fackel ran und. Es werde Licht. Ja, da unten sind jetzt zwei Fackeln dran. So, und dann stelle ich mal eine hier in die Mitte. So. Und dann an jede Kante irgendwie eine oder so. Das muss reichen. Also ich habe das gerade aber richtig im Kopf, ne? Wenn ich mein Haus später aus Cobblestone bauen will, dann muss ich auch noch Lehm farmen, ne? Ja.
Aus was? Ja. Was willst du? Ja. Oh nein. Und zwar, ich habe hier einen einsamen Goreblock. Eine ganze Menge. Echt ein Gor? Ach so, nee, ja. das ist doch Rasen da vorne, oder? Den habe ich im Private Game auch schon mal. Nee, ich glaube im Let's Play habe ich den gehabt. So einen einsamen Goreblock. Da. Ach du Scheiße. Das sieht aber nach Rasentextur aus. Das ist kein Gore. Ja, ja. Naja, aus den Gores werden ja später, wird ja später Rasen. Aber die haben sie doch rausgenommen aus dem Spiel. An sich gesehen, glaube ich, ja. Hast du wohl nicht unrecht. Ach, vielleicht nicht bei Hunden oder sowas. An der Stelle könnte mich der Hund verendet sein. Das könnte ich mir vielleicht nicht vorstellen, dass es daran liegt. So. Wo haben wir denn jetzt unseren da hinten? Den meisten tue ich jetzt mal in der Nähe unseres Eingangs. Wir können übrigens wieder raus, es ist wieder hell. Also ich meine, wir waren ja schon mal draußen. Ich habe 24 Federn gefunden, das ist Rekord für mich. Oh. Ich bin ja normalerweise froh, wenn ich 3-4 finde. Ach du, also ich 24 hatte... auf dem Schlag habe ich glaube ich auch noch nicht gefunden. Oh, irgendwie habe ich da glaube ich ein Händchen für, ich hatte jetzt über 500 dabei, 500 Federn. 500 ja, Federn? So, Gott, die armen Hühner. So zusammengesammelt kriege ich die auch recht fix, aber nicht 24 auf den Schlag. Also laufen hier überall nur noch Nudistenhühnchen durch die Gegend. ich muss mal zur Forge. Ja, ich feuer jetzt mal hier ein bisschen was zu essen und zu trinken an. Oh ja. Weil tagsüber ist es halt irgendwie etwas besser wegen der Heatmap wohl. Ja, ich wollte auch schon gerade, aber ich habe es mir verkniffen. Wir haben ja auch noch genug. Nö, so viel trinken haben wir gar nicht mehr, du. Achso, trinken, stimmt. Ich wollte noch Gläser herstellen. Richtig. So, was haben wir denn? Ja, doch, haben wir schon, aber ich mach uns ein Smoothie. Ein Smoothie. So. Nafi. Dann machen wir das. Läuft dann hinten rum. Oh, ein Bärenbär, nein. Auf Wiedersehen, Bär. Moment, da ist kein. Ach, da ist der Kokonbrill. Okay, dann ich habe eine Metallschaufel liegen. Die muss repariert werden, aber ich glaube, die hat Level 31 oder so. Lohnt sich das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt herstellen kann, aber. Wir liegen auf jeden Fall höher, glaube ich. Ja, also Wälder ist ja bei 127. Ja. Ja, selbst ich kann schon wesentlich höher, na, was heißt wesentlich höher, aber ja. Selbst mal die Achse schon höher. Ich ja. Wobei ich glaube, bei Schaufeln reicht es auch, wenn ich mir einfach Steinschaufeln herstelle für den Lehm, oder? Ich glaube, eine gute Metallschaufel geht ein bisschen schneller, aber die Ausdauer geht auch wahnsinnig schnell runter. Ich kann dir mal eben eine Schaufel herstellen. Schovel, da haben wir's. Eine Schovel, genau. Achso, na dauert. 2 Minuten war ich noch am Crossbow-Bowl. Ja, kein Thema. Die breche ich mal eben ab. Haben wir den Clay in der Nähe? Dann schovel ich mal eben ein bisschen mit, du. So, jetzt habe ich uns so ein kleines Maisfeld angepflanzt. Ach, das hast du da gerade gemacht. Ich habe dich eben schon im Dunkeln beobachtet, heimlich. Ganz heimlich? Habe ich hinter meinem Stein vorgelugt. Ach, du wolltest den Stein, warte mal. Da kann ich dir ein bisschen bei helfen. Wenn du möchtest. Ja, ich warte hier nur noch, bis die Picke gleich, die ist gleich hin. Und dann... Ja, schon ist sie hin. Kann ich dir reparieren? Hast du Metall mit, um zu reparieren? Oder was hat die jetzt mittlerweile für ein Level, die Pickaxe? Die hat 127. Achso, meine hat 74. Die würde ich reparieren. Und was machst du mit der 74er? Willst du die auch reparieren? Ich habe jetzt eine 75er und bin überlegen, ob wir die vielleicht doch mal wegschmeißen. Ich hab meine jetzt aber auch dreimal repariert schon, irgendwo so. Hier, bitte ein Metall müsste eigentlich reichen, um die voll zu kriegen. Im Sinne der Heule heute Abend warne ich euch aber jetzt schon mal vor, dass wir 19,5 Minuten rum haben. Genau, das ist doch einfach E drücken. Da müsste irgendwo eins liegen, du. Einfach E gedrückt halten. Und ein bisschen durch die Gegend laufen. Lag direkt vor dir. Könntest du auch noch eins hinten zum Stein bringen? Gib mir mal, hol dir am besten oben, bevor wir jetzt noch einen schreddern, oder du gibst mir die Axt, dann repariere ich die. Weil das ist anscheinend weg, durch den Boden gebackt. Weg mal.
Hast du sie? Ja, hab ich, ja. Moment. Und okay. Hier hast du noch eine. Ich habe gerade überlegt, dass das vielleicht sonst ein ungünstiger Punkt wäre, die denn... So. Und da du ja so Sachen herstellst... Soll ich die wirklich reparieren? Die geht runter auf 60. Eigentlich würde ich die einschmelzen. Dann gib mir halt eine neue. Oben ist im mir Schrank. Auch recht. Oben im Schrank ist eine. Gut, hier hast du schon mal Federn, die magst du ja auch ganz gerne nutzen. Ja. Also oben im Schrank ist noch eine. Je, wollen wir uns dann verabschieden, damit wir vor 22 Uhr irgendwie so... Ja, irgendwie genau. Und ich habe eben noch geguckt bei 18 Minuten und habe gedacht, gleich ist es soweit. Okay. Also, beeilen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tschüss. Hey, so eilig ist es nun auch nicht. Okay, aber ist gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.